Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht mal wieder prominenten Besuch hier. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Dirk Bach. Ja, hi. Was sagt man jetzt eigentlich? Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen? Eigentlich guten Morgen, obwohl mir das auch immer schwer von der Zunge geht, aber man sagt guten Morgen. Bist du fit? Ja, jetzt. Wir tun was, wir sind auf Sendung, da bin ich gleich fit. Was hast du heute gemacht? Ich war in meiner Firma und habe alles Mögliche gemacht, halt gearbeitet an Produktionen und so. Wann aufgestanden? Und, um sieben. Um sieben, oh ja, ja, ja. War dann in der Sendung, voll witzig, mit Ingolf und wirklich und so. Ja. Genau, eine Aufzeichnung und dann hatte ich ein bisschen Pause und habe ein bisschen im Internet gesurft und jetzt bin ich hier. Sehr schön. Bist du ein Frühaufsteher? 7 Uhr ist ja nun enorm. Ja, wenn ich arbeite, dann ja. Das finde ich irgendwie eine gute Zeit. Und kommst auch gut aus dem Pötten dann? Ja, aber dann liege ich meistens um die Zeit ja auch schon fein da und schlummere. Dirk, es gibt eine Tradition, wenn ich prominenten Besuch hier habe, nämlich, dass wir die Sendung beginnen mit einem Blog, nämlich mit 9 Domian-spezifischen Fragen. Und das machen wir jetzt mit dir auch so. Gut, Mit der Bitte um eine kompakte Antwort, wie du willst. Ich hoffe, kompakt. Also, die erste Frage, in welcher Situation warst du bisher in deinem Leben am mutigsten? Oh Gott, das ist ja sehr schwer. Also man tut ja oft Dinge, die würden Menschen von außen als mutig bezeichnen und man selber macht die dann automatisch. Also wenn ich immer daran messe, wann ich die meiste Angst habe, dann wäre ich immer am mutigsten im Flugzeug, weil ich nämlich doch drin bleibe und ich versuche irgendwie da rauszukommen. Aber Also schwierig zu beantworten. Ist sehr schwer, ja. In welcher Situation jetzt der Kehrschluss, in welcher Situation warst du bisher in deinem Leben am feigsten? Aber ich bin, was Auseinandersetzungen angeht, also ich bin da sehr konfliktscheu, sehr harmoniesüchtig und sehr konfliktscheu und das ist, da könnte ich doch oft mal also in dem Bereich sehr feig sein. Ja. Hattest du schon mal Gruppensex? Oh ja, doch. Wie interessant. Es war jetzt gerade so ein Sprung. Wann warst du am feigsten? Hattest du schon mal Gruppensex? Ja. Ja, okay. Welche Partei hast du bei der letzten Bundestagswahl gewählt? Man muss die Fragen nicht beantworten. Du kannst auch sagen, darüber möchte ich nicht sprechen, ist klar, ne? Das ist das Grauen gewesen bei der letzten Wahl, weil das war ganz schwer. Also ich habe da nochmal die Grünen gewählt, aber jetzt würde ich sie nicht mehr wählen. Also das ist jetzt. Wen würdest du jetzt wählen? Jetzt ist es das Grauen. Jetzt muss ich wieder irgendwie all die außerparlamentarische Opposition für mich sehen. Also nach über 20 Jahren bin ich da sehr ermüdet von dem Weg, den sie gegangen sind. Also jetzt in eine kriegsführende Partei, also die alles verloren haben, was ich da mal geglaubt habe. Mit welcher historischen Persönlichkeit würdest du gerne 24 Stunden dich unterhalten? Mit Adolf Hitler? Mit Jesus? Oder mit Oscar Wilde? Also vielleicht würde ich gerne 24 Stunden, wäre ich dabei gewesen in bestimmten Situationen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich unterhalten möchte. Also ich würde vielleicht gerne beobachten und so. Das ist wahrscheinlich eher so mein Ding. Aber direkt in der Auseinandersetzung wahrscheinlich. Ne? Sechste Frage. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Nein. Siebte Frage. Aber wird denn nicht fesselt geknutscht? Hannelore Fetten, falls du dich erinnert. Hannelore Fetten hieß. Ja. Wie lange liegt das zurück? Doch so gute 25 Jahre. Ach, 25? Ich dachte 5 Jahre. 5 Jahre, ne. 25 Jahre. 25. Wenn du noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du tun? Dasselbe, ich fahre morgen zu einem Konzert, das würde ich dann auch gerne noch erledigen. Also da freue ich mich einfach so sehr drauf. Ja. Ich weiß nicht, ob man irgendwas Besondereres tun würde. Auf was für ein Konzert fährst du? Ich fahre auf ein Konzert in Birmingham mit so alten 70er-Jahre-Heroen von mir, Susi Quattro, Robert. Ehrlich, in der Feste? Da fahre ich extra nach Birmingham. Ja, wenn die sich mal wieder aus ihren Löchern wagen und dann machen die so eine kleine England-Tour und das wollte ich gerne sehen. Ja. Vor was hast du am meisten Angst?
Oh, vor vielen Sachen. Also jetzt eigentlich Angst vor der nächsten Stunde, aber das ist nicht so gewaltig. Also das kann alles Mögliche sein. Du kannst Angst haben vor einer Aufgabe, die du bewältigen musst. Also, und da hast du natürlich auch Angst vor Dingen, was andere Menschen um dich herum tun. Also was einfach dieser Planet macht oder was Menschen, die von Macht korrumpiert sind, alles zu tun, die uns beherrschen. Oder also das ist alles möglich. Ja. Das ist nicht auch wieder schwierig zu sagen, was ist da, wovor ich am meisten Angst habe. Oh Gott. Na gut, das muss dann ja auch nicht weiter ausgeführt werden. Die letzte Frage ist immer dieselbe Frage. Und zwar, die heißt, was würdest du Gott fragen? Also das ist für mich nicht, also ich glaube jetzt nicht wirklich an Gott. Ich wüsste nicht, nee. Ich weiß auch nicht, ob Gott irgendwas ist, was man was fragen muss. Also ich glaube, Gott und Glaube ist irgendwas anderes. Dem kann man ganz schlecht Fragen stellen. Gut, das waren die Einstiegsfragen. Erstmal vielen Dank. Ja. Ihr Lieben, jetzt seid ihr am Zug, wenn ihr euch mit dem Dirk Bach unterhalten wollt, wenn ihr Fragen an den Dirk habt, vielleicht auch Kritik äußern wollt oder ihn loben wollt, egal was auch immer, ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110 und wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann schnell zurückrufen können. Der erste Anrufer ist 16 Jahre alt und der heißt Jörg. Hallo Jörg. Guten Morgen, Domian und Jörg, ich heiße Jörn. Jörn, entschuldige, hier steht das auch so. Ja, ich hab's falsch gelesen. Jörn, deine Frage an den Dirk? Meine Frage wäre, wie und wann du dich für dich die Homosexualität entdeckt hast und wie du dich dann später geoutet hast. Also, ich denke, ich habe es einfach gemerkt, also wenn das alles in einem erwacht, also wenn so die ersten Regungen sind, also die Gefühle erwachen in einem, also dieses berühmte Frühlingserwachen, wie das Herr Wedekind so schön beschrieben hat, das war, denke ich, so mit 13, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich eigentlich auch ziemlich schnell für mich dann beschlossen, dass das so ist. Und geoutet habe ich mich eigentlich nie besonders, weil als das für mich so war, da war es einfach so. Ich bin so ein 70er-Jahre-Kind, das ist halt so nach der sexuellen Revolution, da war das alles im Aufbruch und die Menschen waren zu allen Seiten hin offen, da war das alles gar nicht so ein Problem. Und dann habe ich das eigentlich auch immer gelebt. Also deswegen war das auch als öffentliche Person dann irgendwann später, gab es eigentlich kein Outing, das wusste man halt einfach. Ja. War es das, Jörn? Ja, das war meine Frage. Okay, danke für deine Frage. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ich habe gerade darüber nachgedacht, als du gesprochen hast. Wann bist du eigentlich als Künstler, als du schon prominent warst und in der Öffentlichkeit standst, doch offensiv mit dem Schwulsein nach außen gegangen? Gar nicht. Also für mich war halt nur so ein, war ja einfach nur irgendwann dieser Bruch von sagen wir mal, bereits dann, wie viele Jahre waren es? Also ungefähr 14 Jahre eben auf einer Bühne zu stehen und eigentlich in so einer Stadt dann einfach schon bekannt zu sein, eben aus dem Theater, war dann eben dieser andere Schritt, der dann hinging, nachdem die eigene Serie kam, dass dann natürlich diese berühmte andere Presse, die es dann gibt, dann halt fragt und dann eben so Fragen stellte. Die konnten sich das wahrscheinlich alle sowieso schon denken, aber sie stellten halt die Fragen dann nach Beziehung und Frau und was weiß ich was. Und dann habe ich das gesagt und es hat eigentlich auch niemand so sehr, die haben das dann, glaube ich, einfach auch ein bisschen geschrieben. Das war du würdest auch sagen, dass ein du ganz normaler Vorgang. Ja. Also für mich war das nichts anderes, als da kommt halt ein neuer Künstler jetzt in dem Medium Fernsehen wieder und der hat halt die Sexualität. Also ich meine, davor war natürlich auch schon heller mit einem großen Aufschrei durch alles. Also nicht heller der Aufschrei, aber einfach der Aufschrei, der durch die Medien ging mit allem. Du hast aber nie irgendwelche Nachteile erfahren. Meinst du, dass du aufgrund dessen... Denke ich auf jeden Fall natürlich. Beruflich. Sicherlich schon, aber nicht für mich konkret spürbar unbedingt. Ja. Aber natürlich sind die da. Ich denke, dass man eine andere Beurteilung erfährt von Menschen, die in bestimmten Positionen sitzen, die einfach anders sind, weil sie einen für anders verkaufbar halten oder was auch immer sie mit einem anfangen wollen, sozusagen normale. Ich denke, du hast in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, 19 Jahren, eine große Karriere gemacht, die langsam anlief und sich dann wirklich kontinuierlich nach oben entwickelt hat. Erzähl doch mal, das wissen sicher viele Leute gar nicht, die heute Fans von dir sind, wie das damals, wir kennen uns ja nur auch schon sehr lange über Heller von Sinn und durch die Studiobühne hier in Köln an der Universität, wie das damals angefangen hat. Ja, angefangen hat es im Theater. Also ich komme ja aus dem Theater und zwar eben als sehr junger Mensch.
Mit 17 habe ich eben die erste Produktion gemacht hier im Schauspielhaus mit Heime. Der hat mit Jugendlichen eben ein Stück gemacht, Prometheus von Heiner Müller. Da war ich mit dabei und da war irgendwie diese Initialzündung, das muss ich machen. Eigentlich dachte ich vorher, ich studiere mal Theaterwissenschaften und werde Regisseur oder irgendwas. Aber dann merkte ich doch, ich muss da bleiben, wo ich jetzt bin, nämlich auf der Bühne. Und auch dann schon vorher so im stillen Kämmerlein zu Hause, du hast Frühjugendliche auch schon geträumt von Theater? Nee, geträumt von Theater, einfach so, dass ich ab 14 im Theater war als Zuschauer und das eben ganz toll fand. Das für mich eines der wichtigen Dinge war in meinem Leben, neben Musik und all solchen Sachen. Und es gehörte einfach zu meinem Leben. Und ich dachte, ich mache das auch, aber eben einfach von der anderen Seite. Und dann wollte ich aber eben auf der Bühne bleiben und dachte, das ist das, was du tun möchtest. Das ist das, was du kannst vielleicht. Und dann ging das einen ungewöhnlichen Weg. Es ging halt nicht den Weg über eine Schule, sondern es ging so ein Learning by Doing, wie man das ja gerne das sagt. Das ist ja eine absurde Geschichte. Wie viele Schauspielschulen hast du versucht zu erklimmen? Oh, das waren ja dann einige. Also konkret war es nur eine Prüfung mit Hella zusammen. Aha. Da wurden wir beide nicht genommen. Hella war dann noch tapfer. Die war dann noch in 6 anderen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war ich ein bisschen beleidigt, auch weil zu der Zeit hatte ich schon ein paar Produktionen gemacht. Dachte, wieso wollen die mich denn nicht? Aber haut einen, gerade als junger Mensch, wenn man noch nicht vielleicht so sehr davon überzeugt ist, wie talentiert man ist, haut einen das nicht sehr um, wenn dann diese sogenannten professionellen Menschen da sagen, nee, sie sind nicht talentiert? Naja, die sind ja Gott sei Dank auch vorsichtig. Also das Ding ist ja nun, wir sind ja kein Lehrberuf. Mhm. Es ist ein künstlerischer Beruf und da gibt es ja nicht unbedingt irgendwelche Kriterien. Also das ist ja ein Ding, das musst du für dich selber ja auch ein bisschen wissen und finden, was du da machen kannst. Mhm. Und wenn du dann arbeitest und da passiert was und da entsteht auch was, dann kannst du irgendwann für dich wenigstens das Gefühl finden, dass das kann so falsch nicht sein, ob du dann wirklich den Weg gehen kannst. Und das wird dann wirklich auch was. Du kannst davon leben und wirklich ein zufriedenes Leben für dich führen, indem du davon eben existieren kannst und gleichzeitig auch noch glücklich damit bist, weil du was kreierst, was dich froh macht. Das ist, das musst du selber rausfinden. Ich habe mal mit dem Psychoanalytiker Richter gesprochen. Und der sagte, dass im Prinzip alle Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, agieren, seien es Künstler, seien es Politiker, seien es Journalisten, eigentlich sehr viel über sich selbst Bescheid wissen müssten, um hinterher damit richtig umgehen zu können. Weißt du, was die letztendliche Hauptantriebsfeder... Das glaube ich aber nicht von allen, die in der Öffentlichkeit stehen. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Und ich selber wahrscheinlich auch. Ich frage dich jetzt, weißt du, was so die Hauptantriebsfeder ist dafür, dass du so gerne und dass es dich auch so in die Öffentlichkeit gedrängt hat? Also für mich ist ja ein Unterschied mit der Öffentlichkeit. Also es gibt ja einmal so eine Öffentlichkeit, in der du dich befindest, weil du eben, sagen wir mal, jemand bist, der jetzt bekannter ist als jemand anders, also wird über dich irgendwas berichtet oder du bist wieder in Zusammenhängen, also wie hier zum Beispiel. Mhm. Das ist ja dann wieder was Ungewöhnliches, das hat was mit Öffentlichkeit zu tun, aber grundsätzlich drängt es mich ja nicht dahin. Also mein Ziel ist ja nicht gewesen, als ich 17 war, und das spürte, ich will jetzt hier sitzen mit dir, was sehr schön ist. Aber auf der Bühne stehen, das ist was anderes. Das ist für mich keine Öffentlichkeit. Sondern das ist ja nur, von meinem Beruf her ist es dasselbe wie ein Maler, der ist nur eben ganz alleine und malt das Bild. Ich male mein Bild halt ziemlich öffentlich mit Publikum, aber es ist derselbe Prozess. Den mache ich ja auch für mich. Mhm. Das ist natürlich mit einem Publikum verbunden. Heißt das schon was anderes. Also dieses Publikum und diese Öffentlichkeit bewirkt ja auch eine große Popularität jetzt in deinem Falle. Würdest du dann so weit gehen, dass du sagst, eigentlich ist mir das egal, mir ist meine Arbeit am wichtigsten, was ich auf der Bühne oder vor der Kamera mache und die Popularität ist so ein vielleicht angenehmer Nebeneffekt, aber eigentlich nicht ja, so. Ja, die Popularität hat dann wieder was mit diesem großen Medium zu tun, einfach wo es dann eben diesen großen Rahmen kriegt und wo es dann auch daran gemessen wird. Mhm. Also, weil wir natürlich ja alle mit diesen Quoten gemessen werden, dann hat es wieder was damit zu tun. Im Theater natürlich auch. Also, wenn ich jetzt ein 100-Plätze-Theater habe, ist es gut, wenn es voll ist. Also wenn 100 sind und wenn ich jetzt, wie bei Schön und das Biest, bei dem Musical sind es 1.800 Plätze. Mhm. Das ist auch gut, wenn da 1.800 sind. Also auch da werde ich irgendwie daran gemessen. Aber im Grunde genommen geht es ja um das, was ich auf der Bühne mache. Wie wichtig ist dir Popularität? Also, wenn das bedeutet, dass das, was ich mache, nicht verkehrt ist und dass es jemand versteht, also die Menschen, die mich kennen und das vielleicht auch gerne sehen, dann ist das gut. Also dann mag ich das gerne. Jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Anrufer. Ich frage meine Regie, wer das ist. Das ist der Lutz und Lutz ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hallo Dirk. Hallo Lutz. Deine Frage an den Dirk. Ja, meine Frage ist eigentlich, was hältst du von diesem neuen Partnerschaftsgesetz, was ja die Bundesregierung ja durchgedrückt hat? Was allerdings beim Bundesrat ja nun gescheitert ist. Ja, und jetzt gibt es nur diese Notlösung.
Ja, diese kleine, ja. Ja, ich finde das alles viel zu wenig. Also ich bin für absolut gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Ohne Einschränkung. Ohne Einschränkung, ja. Komplett ohne Einschränkung. Mhm. Und deswegen ist das für mich alles sehr unerfreulich. Und ich möchte das eigentlich auch nicht nutzen. Ich werde es so halten, wie wir es bisher gehalten haben. Man muss das halt notariell machen. Also ich möchte dieses Modell, was es jetzt gibt, diese Notlösung, nicht dadurch adeln, dass ich daran teilhabe. Ich meine, da sind wir, glaube ich, schon einer Meinung. Ich meine, in unserer Verfassung steht ja nun, dass vor dem Gesetz Mann und Frau gleich sind. Und es steht ja nicht drin, dass Lesben und Schwule davon ausgeschlossen sind. Richtig. Also, für mein Rechtsempfinden eigentlich eine Grundrechtsverletzung. Wir tun ja auch sonst alles, was von anderen Menschen, von denen gefragt wird, was sie tun müssen. Also von daher ist es sehr schade, dass es immer noch ist. Aber der Großteil der Menschen, die eben diese Gesetze machen, sind halt doch, sagen wir mal, doch noch immer ältere Herren oder jüngere Herren, die wir oder ältere Herren denken. Oder konservative Damen. Oder sehr konservative Damen, obwohl das sind ja nicht so viele nicht Damen so viele da drin, Damen. Aber daran wird es liegen. Aber es tut sich ja was. Also das Gute daran ist, dass überhaupt was passiert. Also das wiederum bewegt irgendwas. Also damit hätte man vielleicht ja nun auch, wenn ich irgendwie die Jahrzehnte zurückdenke, hätte man auch nicht gedacht, dass sowas überhaupt jemals passieren könnte. Ja. Lieber Lutz, wir hören da große Hintergrundgeräusche. Die Frage war, glaube ich, beantwortet von deiner Seite aus, ne? Ja. Okay. Dankeschön. Tschüss. Die Argumentation aus der liberalen oder linken politischen Ecke ist ja, wir müssen das halt Schrittchen für Schrittchen machen, weil die große Lösung kriegen wir so nicht durch. Ne? Ja, ich weiß, die reden immer von Schrittchen für Schrittchen. Ich weiß nicht, für wen sie immer diese Schrittchen machen. Mir kommt es so vor, als würden sie die für sich selber machen, weil sie selber alles nicht hinkriegen. Also du lebst... Ich sehe dann immer Herr Westerwelle vor mir, dieses Schreckensbild eines Politikers. Und dann denke ich, klar... Was soll daraus entstehen, aus solchen Sachen? Bist du ein politisch interessierter und engagierter Mann? Ja, sehr. Ja. Sehr, sehr, schon immer gewesen. Also, nee, ich habe es gerade schon interpretiert aus der Antwort. Natürlich in der Jugend ganz, ganz extrem links und dann ging es in die grüne Richtung natürlich, da war es dann auch irgendwie lange. Vielleicht auch zu gemütlich dann, weil man dachte, die werden es schon richten und die werden es schon machen, dann hat man ja gesehen, was draus geworden ist. Da haben wir ja so viele politische Skandale in der letzten Zeit gehabt. Glogowski, Kohl und Koch und Klimt und was ich will. Naja, aber sie sitzen halt fröhlich da und vermarkten, wie im Falle Kohl, dann auch noch irgendwie hämisch grinsend. Gibt es das Elend, was sie gemacht haben in mein Tagebuch 1998 bis 2000, das ist so unfassbar daneben. Es fehlen eben die Worte. Andere Leute säßen im Gefängnis schon, ne? Unter uns. Ja. Gibt es für dich noch seriöse politische Strömungen und seriöse Politiker, die du respektierst und vor denen du auch Achtung hast in Deutschland? Also für mich war, also bei den Politikern, da tue ich mich immer sehr, 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 sehr schwer, weil ab dem Moment, wo sie dann wieder in bestimmten Dingen und Zusammenhängen sind, funktionieren sie irgendwie alle gleich und das ist sehr unerfreulich und ich konnte mich immer mit Herrn Gysi komischerweise sehr fein auseinandersetzen, hatte da natürlich das große Problem mit seiner Vergangenheit. Das hat mir dann auch immer alles vergällt. Aber mit ihm konnte man sich klasse auseinandersetzen und man dachte irgendwie sehr, sehr, sehr gleich. Aber das war dann auch immer schon alles. Ich würde nochmal zurückkommen auf die Karriere und auf den beruflichen Werdegang. Wir haben von dem Erfolg gesprochen, der sich dann in den Jahren eingestellt hat, dadurch, dass du, das habe ich teilweise auch so mitbekommen, sehr autodidaktisch bist, ne? Und ein verdammt fleißiger Kerl bist, ne? Und dir ganz viel selbst beigebracht hast. Du bist so gut. Naja, ich habe einfach immer mit klasse Leuten zusammenarbeiten können. Das war auch mein Glück. Also das gehört wahrscheinlich dann auch dazu. Ich bin immer von Produktion zu Produktion gegangen, habe mit Menschen zusammenarbeiten können, wo ich ganz viel rausholen konnte. Mhm. Das ist natürlich dann einfach auch... Was war für dich der größte berufliche Triumph bisher? Das bin ich zuletzt schon mal gefragt worden. Und der entfällt dir immer wirklich nur ein... Weil es geht, es baut das eine auf dem anderen auf. Und ich kann natürlich sagen... Damals, als ich mit dem Thorsten Fischer Räuber gemacht habe, das war großartig zu der Zeit im Schauspielhaus, weil ich gleichzeitig bei RTL eben Dirk Bach Show machte. Das war einfach, das war eine Verbindung von zwei Sachen, die fand ich wunderbar. Dann haben wir eben gemacht, der Marquis schreibt einen unerhörten Brief, was nur ein großer Monolog über Einsamkeit war. Also 90 Minuten, was ich eben auch mit ihm zusammen gemacht habe, ganz toll. Und jetzt mache ich ein Musical, ein monströses, wo ich dann auch wieder denke, was ist das für eine... Wir beide haben uns ja neulich mal darüber unterhalten und habe ich dir das gesagt, das weiß wahrscheinlich kaum jemand noch, weil das so eine kleine Publikumsgemeinde war, mich ungeheuer beeindruckt hat und ich heute
daran noch mit Respekt zurückdenke. Du hast mal hier in einem Behindertenclub in Köln ein Stück gespielt, ich glaube, das hieß Nachricht vom Grottenhorn. Genau, von Peter Radke. Das war ein Ein-Mann-Stück, dass du einen behinderten Mann im Rollstuhl gespielt und hast 2 Stunden alleine auf der Bühne gestanden mit diesem Rollstuhl und Dirk hat diesen behinderten Menschen in einem Monolog gestellt. Das war mit der von Martina Backhoff Regie gemacht, zusammen mit dem Peter Radke, der es auch geschrieben hat und der es eigentlich bis dahin nur selber gespielt hat. Der war ja auch der schwer behindert. Hat die Glasknochen-Geschichte und das war natürlich auch eine große Sache, das zu tun. Das waren eben diese vielen Dinge. Also ich kam aus Geierwalli damals raus mit Walter Bockmeier und ging in diese Produktion rein. So ist das eigentlich durch mein ganzes künstlerisches Leben, wie man so sagt, ist das eigentlich immer so gegangen. Und das ist sehr schön. Bei so viel Erfolg, wer oder was erdet sich? Also natürlich erdet, hoffe ich doch irgendwie, also mein Leben mit meinem Freund so. Du bist in einer festen Beziehung. Ja, in einer sehr festen Beziehung. Und der doch sehr kritisch ist mit all den Dingen, die ich so tue und was das alles um mich herum so angeht. Und dann denke ich aber auch, dass in mir was ist, was mich nicht irgendwie so mutieren lässt. Mhm. Also, die Gefahr besteht ja, ne? Die Gefahr besteht immer. Vor allem, wenn man eben Dinge dann so alleinverantwortlich oft tut. Also, darf dein Freund dich kritisieren? Darf der das sagen? Tut er ja. Unentwegt. Mensch, Dirk, war der Scheiße bei dem Domian. Wie hast du dich denn da dargestellt? Das könnte sein, der sitzt jetzt da. Wie heißt das? Thomas. Thomas, ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen. Ne? Ich glaube, zweimal, ja. Hallo Thomas. Wir machen weiter mit Stefan. Stefan ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Stefan. Hallo. Hallo Dirk. Ich wollte dich mal fragen, was hältst du von der Wahl in Florida? Also in Amerika. Oh, das ist wie alles in Amerika immer recht erheitert. Wäre es nicht so tragisch, weil da so viel dranhängt, wie eben dieser Mann, der jetzt dann am Ende Präsident wird, eifrig Todesurteile fällt, so zu seinem Vergnügen vor dem Kaffee immer noch, dann wäre es wirklich unglaublich komisch, wie alles in diesem Land eigentlich komisch ist. Würden die nicht so viele schreckliche Dinge tun? Also in diesem Land ist es ja immer diese schauerliche Mischung. Es hat so viele vergnügliche Dinge wie Walt Disney und dann eben all das Elend. Ja, vor allem war schon das 34. Todesurteil heute ja war, ne? Ach, das auch wieder. Na, das ist wirklich ein sehr emsiger Mann, kann man nicht anders sagen. Naja, er kommt ja sicher mal hier zu Besuch, falls er weiß, dass es uns gibt. Falls er man weiß das nie. Man weiß nicht, was der falls Mann er sich gelernt hat. Einen Pass besorgt. Ja, stimmt, er war ja noch nie raus. Noch eine Frage, Stefan, war es das? Nee. Das war's, okay. Ja. Ciao. Tschüss. Okay, ciao. Justin haben wir dran. Justin ist 27 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo. Oder Justin. Ja, Justin. Justin. Jo. Ja. Hallo Domian, hallo Dirk. Hallo. Also ich muss dir sagen, dass Dirk, du bist für mich ein großes Vorbild. Oh. Okay. Ich hab eine Frage an dir. Ja. Also vor 2 Jahren habe ich meinen Lebenspartner kennengelernt. Ich war damals ziemlich schlank und sportlich. Und muss ich echt jetzt sagen, weil ich esse so gern. Und ich habe damals immer Squash und Tennis gespielt, aber seit 2 Jahren habe ich ein bisschen zugenommen. Mein Freund findet dass es nicht so ästhetisch aussieht. Wie schwer bist du denn jetzt, Justin? Wie schwer ist jetzt? Also ich bin nur 1,60 Meter groß. Ja. Und ich wiege um die 95 Kilo, also ziemlich pummelig. Ja. So, ne? Ich möchte wissen, meine Frage an Dirk ist, wie kommst du damit klar, weil ich habe so ein bisschen rumgeschnuffelt in diese Weihnachtsgeschenke, was mein Lebenspartner für mich alles gekauft hat. Er hat mir Lack und Leder gekauft und ich weiß nicht, was er von mir will. Ich musste nicht da reinquetschen, sozusagen. Ne? Also was würdest du mir denn raten, so, Dirk? Also ich bin ja nicht genau in derselben Situation. Ich denke, wir haben eine ungefähr ähnliche Statur, aber bei meinem Freund ist das anders. Der mag das sehr gerne. Ich habe nur ein bisschen Haare, sonst sehe ich genauso aus wie du. Ah ja, ein bisschen, ja, Haare habe ich auch sehr viele. Also auch mit dem Körper oben nicht mehr so viele. Aber also mein Freund mag es gerne. Und Brille habe ich auch. Aha, ja, die habe ich auch nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wie das ist. Also ich kenne die Situation nicht mit dem Freund, der das dann nicht so schön findet. Ich weiß auch nicht, was er mit dem Lack und dem Leder macht, weil das trage ich auch nicht so viel. Ich verstehe auch viel. Justin, ich verstehe so richtig den Zusammenhang. Aber ich meine, in Lack geht man eigentlich gut rein, wenn man aber in Lack und Leder ist. Das ist ganz schön. Bei Leder wird es schwieriger. Ja, aber man sieht alles. Man sieht die Rollen. Man sieht diese
großer Bauch. Dann sind das halt hübsche Lackrollen. Ich meine, das ist doch ganz vielleicht nett. Vielleicht konnte ich eine Jacke rüberziehen oder einen Hut oder irgendwas so, als mich ein bisschen zu verkleiden, sodass er, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er vorhat, ob wir so auftreten müssen oder ob das nur für uns so gedacht ist. Ich muss mich nicht so Leute vorzeigen. Glaubst du denn, Justin, dass das so ein Wink mit dem Zaunfall ist, dass du ein bisschen abnehmen sollst? Oder? Ich weiß ich nicht. Also ich hab gestern ein bisschen rumgeschnuffelt, ich habe alles gesehen. Ne, das macht man ja nur auch nicht, ne, vor Weihnachten. Bitte? Das macht man ja nur auch nicht vor Weihnachten. Er darf das auch nicht wissen. Ja, ne? Hoffentlich. Das ist jetzt aber dumm, dass du das hier publik machst. Wie lange haben wir noch bevor Weihnachten? 2 Wochen, glaube ich, ne? So, ja. Das ist schwierig mit dem Abnehmen. Also ich denke aber, wenn er Lack und Leder schenkt, dann hat er ja wahrscheinlich doch irgendwas vor, dass du es anziehst. Und dann scheint ihm das ja doch ganz gut zu gefallen, dass du so rund bist. Ich glaube, dass es wird auf jeden Fall zum Krach kommen. Ich weiß nicht. Na, ich bin mir da nicht sicher. Soll ich ihm was sagen vielleicht? Oder? Ja, vielleicht einen netten Gruß von Dirk mit einer Anmerkung dazu? Ja, wie gesagt, Lack und Leder ist nicht ganz meine Welt. Nee, weil aber es wird dir gut stehen, Dirk. Ja, Lack auf jeden Fall. Bei Leder bin ich mir nicht so sicher, das trage ich nicht. Und Dormien vielleicht auch. Also, nee, es ist auch nicht meine Welt. Ehrlich? Nee, es ist wirklich nicht meine Welt. Nee. Lass es mal auf dich zukommen mit dem Weihnachtsfest. Und ja, wenn er dich da nicht mehr so lieb hat, weil du dick bist, das ist natürlich auch nicht so nett von ihm. Ne? Ja, eigentlich muss er dich ja so lieben, wie du bist. Ja, das stimmt auch. Okay, gut. Dann will ich das so... Ein herrliches Weihnachtsfest in Lack und Leder. Danke. Tschüss. Tschüss. Robert haben wir hier, der ist 16 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Robert. Hallo. Ich habe 2 Fragen. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Und dann wollte ich erstmal fragen, was wolltest du denn jetzt in Zukunft erstmal machen? So? Was ich in Zukunft machen will oder wer? Also meinst du jetzt beruflich oder? Ja. Oder, ja, also ich mache natürlich wieder Lukas noch eine 5. Staffel und dann drehe ich eine neue Serie, die heißt Der kleine Mönch. Das ist eine Krimiserie. Und auch fürs ZDF, das ist so das, was ich im nächsten Jahr machen werde. Da mache ich vielleicht nochmal ein anderes Stück am Ende, noch Theater nächstes Jahr und vielleicht noch das, was. Also ganz viel so. Also, das war die erste Frage, Robert. Ja, und dann wollte ich noch fragen, und zwar, du hattest mal in einer Folge von dir, von Lukas, solltest du mal Aktfotos machen? Ja. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch... in Realität machen würdest. Ja, habe ich. Also ich habe es gemacht dreimal jetzt eigentlich. Ich habe es einmal gemacht, das ist ein paar Jahre her. Das wirst du nicht wissen, für mein Plattencover mal. Das war noch Dirk Bach Show, da gab es mal so ein Foto. Und dann habe ich eins gemacht mit der Lukas-Familie zusammen. Haben wir eins gemacht gegen Pelze. Also lieber nackt als Pelz hieß das. Also gegen die Pelzindustrie und dass wir halt Pelze ablehnen. Und dann habe ich es jetzt nochmal gemacht für die AIDS-Hilfe. Ha. Ach so. Ja, passt also habe ich. Das war so eine Aktion. Ich habe hier was. Was? Oh, du hast das. Ja. Guck. Ja, das ist ja genau. Guck, da habe ich ein Aktfoto gemacht. Jetzt gucken natürlich die Radiozuhörer in die Röhren. Aber das ist jetzt mal so. Dirk sitzt fast nackt. Er sitzt ganz nackt. Man sieht nur nicht alles. Man sieht nicht alles wegen dem Stuhl. Auf einem Stuhl, genau. Und ist eine Unterstützung der AIDS-Hilfe. Ne? Genau. Genau. Und dann ist mir gerade noch eine Frage eingefallen, und ja, zwar, könntest du dir vorstellen, oder war das vielleicht mal dein großer Traum, irgendwie als Rapper oder so auf einer Bühne zu stehen und da rumzuzappeln? Nee, also ich habe mal, in der Dirk Bascher habe ich mal eine Parodie auf Vanilla Ice gemacht, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, also dieses Ice Ice Baby, das gibt's ja gerade wieder als Remake, das habe ich mal gemacht in der Dirk Bascher, das hieß da aber Mad Baby und da ging es um Madwurst. Ja, siehst du, genau, das war so meine Rapper-Geschichte, das mochte ich auch sehr gern. Mensch, Robert, dann bist du aber wirklich ein ganz alter Dirk Bach-Fan, du bist jetzt erst 16. Ich glaube, der kennt die Wiederholungen jetzt, oder? Hast du jetzt die Wiederholungen gesehen? Ach so. Ja. Durch meine Mutter habe ich früher ziemlich viel. Ah, verstehe. Gut, Robert, danke für deine Fragen. Ja. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, danke schön. Das Thema Dicksein, das beschäftigt dich oder begleitet dich jetzt seit wann? Warst du als Kind auch schon ein kleiner pummeliger Junge? Oder ist das ich war ein dickes Baby, ich war ein dünnes Kind. Ach, ein dünnes Kind? Ein sehr dünnes Kind mit kleinen Aufbautropfen, darum wurde ich dann wahrscheinlich auch wieder dick. Nein, ich war dann wirklich dünn, dann wurde ich irgendwie mit 10 wieder dick, blieb es dann eigentlich auch. War dann so, als man halt so mit 16 und mit 18 wollte man dünner werden, habe ich immer versucht ein bisschen abzunehmen, habe ich auch. Hast du Diäten gemacht? Da habe ich Diäten gemacht, ja. Und war dann auch so, also eigentlich... So, ja, wie man so ganz durchschnittlich dann gewichtet ist und wurde dann aber einfach, habe ich dann auch wieder zugenommen. Wie viel wiegst du jetzt?
Jetzt wiege ich 100 eigentlich. 100 auf, ja, 100 du Körpergröße Kilo. Auch? 1,68. 1,68. Ja. Gab es Zeiten bei dir, vielleicht auch so dann, weiß ich, als du Anfang 20 warst, wo du damit dir doch gehadert hast, dass es dir nicht gefallen hat? Ja, nicht richtig gehadert, aber es ist natürlich irgendwie als homosexueller Mann, jedenfalls als ich jünger war, war das sicherlich noch ganz anders. Also ja, waren die Dinge, wie man auf sowas, auf diese Körpergeschichten geguckt hat, noch ganz andere. Heutzutage ist das ja irgendwie, bei den schwulen Lesben ist es ja ganz anders. Es gibt ja mittlerweile alles. Also es gibt dann irgendwie die ganz dünnen, und es gibt ja dann auch die Bären heißen die, also die dicker sind und Haare haben und ich weiß nicht was. Also das gibt's ja heute alles. Alles ist irgendwie da und mischt sich auch und war damals natürlich anders und war schwerer, aber ich habe mich eigentlich da nie so unwohl gefühlt, weil ich glaube, dass es ich sage nicht, dass jetzt die 100 Kilo ist, das kann auch weniger sein, das ist auch okay, aber es ist, glaube ich, ein ganz stimmiges Ding. Ich dachte so als ich sehe sonst wirklich aus wie ein Teddy, wo man die Holzwolle rausgenommen hat, das ist auch komisch. Ja, ja, weil ja. Der Kopf ist, also ist irgendwie so ein Bärenformat. Du musst natürlich mit solchen Fotos, die wir hier gesehen haben, oder mit den Nacktfotos, auch sehr offensiv damit um. Ist das auch ja, ich denke, ganz normal damit umgegangen, weil eine Welt besteht einfach ja nicht nur aus den Models oder aus einem bestimmten Ideal, die zu einer bestimmten Zeit da sind, sondern da gibt es ja immer noch einen Rest. Was heißt ein Rest? Es gibt einen Großteil der Menschen, die einfach anders aussehen und da bin ich einer von denen und ich finde, da kann man auch ganz ganz normal, also ich finde es gar nicht offensiv, ich finde es normal Umgang einfach, dass du sagst, das ist. Man sagt ja immer, gerade so im Bereich der Komiker, der Entertainer, dass sie dass die meisten irgendwie auch ein markantes Aussehen haben und dass auch das damit zusammenhängt, dass sie erfolgreich sind. Du weißt, worauf ich hinaus will. Glaubst du, dass du, wenn du rank und schlank wärst, dass du im Komikbereich auch so erfolgreich wärst oder gewesen wärst? Das ist schwierig, das zu sagen. Also ich war ja in diesen Zeiten dann auch mal dünn. Zum Beispiel bei Geierwalli habe ich ja mal so 20 Kilo verloren durch einfach dieses ganze Theaterspielen, dieses ohne Pause. Und da habe ich dann 68 Kilo gewogen. 68 Kilo? Das ist ja dann eigentlich eher dünn. Das hat jetzt, sagen wir mal, meiner Karriere auch nicht den Abbruch oder auch nicht weitergeholfen. Also es war anders. Es war vielleicht irritierend, aber es war... Futterst du denn gerne auch? Ja klar, ich esse gerne und ich trinke gerne. Also ich bin sicherlich auch ein Mensch mit Suchtanlagen, also was auch man dann auf Arbeiten und sonstige Dinge erweitern kann. Also ich kann Dinge immer extrem tun. Aber du isst überhaupt kein Fleisch? Nee, ich esse gar kein Tier. Also das du bist nicht Vegetarier, sondern Veganer? Nee, ich bin Vegetarier. Also du bist ich bin Vegetarier. Kein Veganer würde dann noch aller Käse und alles sonstige. Und warum das so ist, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause weiter. Gut. Eine kleine Pause. Uhr 33 und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht prominenter Besuch bei mir. Die Fernsehzuschauer sehen ihn, das ist Dirk Bach. Ich freue mich, dass er hier ist und ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, den Dirk anzusprechen, ihn zu fragen, euch mit ihm zu unterhalten. Wenn ihr das gerne tun wollt, ruft hier bei mir an, Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt uns auch faxen unter 0800 5678 111. Und 10 Stichwort Vegetarier. Ja. Kein lecker Schnitzel, kein Hähnchen. Nee, ich habe ja sowieso, ich war immer ein ganz schwieriger Esser. Also ich habe als Kind, meine Schwester und ich haben gar nichts gegessen, was Fleisch war. Wir haben dann, glaube ich, nur Würstchen und irgendwas von Wurst, sowas haben wir gegessen. Aha. Und also erste Fleisch war ich 16 oder was weiß ich.
was weiß ich, wie alt. Und ja, auch die Eltern haben auch kein Fleisch. Doch, natürlich, doch. Die waren völlig verzweifelt. Die haben uns unglaublich viel Milch eingetrichtert, weil man natürlich damals noch sehr hysterisch war, was macht man mit Kindern, die kein Fleisch essen. Das ist doch schlecht und die können nicht überleben. Und wir tranken also jeden Tag mindestens einen Liter Milch, um das wieder aufzuholen und so. Und es war ein schwieriges Kochen überhaupt zu Hause. Und dann hat sich das eben, als ich älter wurde, dann, ja, dann habe ich mal so ein bisschen, aber dann bin ich zu so einer Art, ich habe das immer Sichtvegetarier genannt. Also ich habe nur Sachen gegessen, die keinesfalls nach Tier aussahen und die auch nicht so, nee, habe ich auch gar nicht gegessen. Also von Fisch habe ich gar nichts gegessen. Wenn, gab es nur irgendwie sowas wie Frikadellchen oder Würstchen oder eben Fleisch, dann dürfte es aber nicht mehr als das und ein Knochen ging und ein Huhn schon mal gar nicht. Ah, ja. So, und das war ich dann eben wirklich sehr lange und aber dann einfach so, in, also diese Auseinandersetzung mit diesen Tierschutzsachen und so, in denen ich dann auch tätig war, wie ich dann in allem in meinem Leben, jetzt in meinem Alter, immer moralischer werde und immer moralischer und immer böser auf Leute wie Joschka Fischer oder wer es auch immer ist, die mal für was standen und irgendwas dann tun, was sehr böse ist, wie ich finde, wie in einen Krieg einzusteigen, was ich sehr, sehr, sehr ablehne, dann dann werde ich halt sehr, wurde ich immer extremer in diesen Dingen und so war für mich einfach dieser Schritt irgendwann mal da, dass ich gesagt habe, nee, ich bin ja blöd, was ist Sichtvegetarier, ist ja dummes Zeug, weg damit. Und habe von einem auf den anderen Tag gesagt, ganz und gar gelassen und habe das dann halt ganz aus meinem Leben geworfen und esse halt auch keine Gummibärchen. Weil auch keine Gummibärchen. Da halt Gelatine drin ist. Ich muss jetzt doch nochmal einen Schlenker machen, weil du es zweimal jetzt angesprochen hast mit Joschka Fischer, den Grünen und dem Krieg. Welche Alternative hätte der Westen denn deiner Auffassung nach gehabt? Also ich finde, es ist eine grundsätzliche, in der eben unsere Politik gemacht wird, in dem also erstmal ermöglicht wird, dass so jemand überhaupt das tun kann, was er tut, weil die Waffen stellen die ja nicht selber her, die kommen ja irgendwo her. Dann kommen sie ja doch meist aus Ländern wie dem unseren. Das heißt, ne, wir liefern denen Waffen und wundern uns, was so ein Arschloch dann damit tut. Und warum eine Politik nicht in der Lage ist, wie also zum Beispiel, es gibt immer so Kriege wie mit Herrn Hussein, da werden Kriege geführt, aber ich sehe keine Veränderung. Also du meinst, man hätte es vorher verändert? Es wird ein gemütlicher Krieg geführt, der nur dazu dient, irgendwie, dass unsere Rüstungsindustrie mehr verkauft. Wir benutzen es alle gegenseitig. Es sterben viele Menschen, nur nicht diejenigen, um die es eigentlich geht. Dass eben eine Politik dann nicht in der Lage ist, wirklich eine Politik so zu führen, Leute so zu isolieren. Also oder so. Ja, natürlich. Da muss doch viel früher irgendwas was passieren, dass so jemand das überhaupt tun kann. Das ist alles das, was ich nicht verstehe. Jetzt aber nochmal zurück zum Vegetarier. Ja. Eier isst du? Ja, Eier esse ich noch. Ich versuche das eben alles. Das muss eben von sehr, sehr glücklichen Tieren kommen. Aus sehr, sehr glücklicher Haltung. Das ist dann auch immer sehr schwierig zu Hause. Ich sage jetzt, es muss von einer glücklichen Kuh, einem glücklichen Huhn sein und bring das bitte mit. Es steht ja Weihnachten vor der Tür. Und Weihnachten ist ja nur auch verbunden, immer am Heiligen Abend. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht erzählst du es uns gleich mit einem großen Essen. Wenn das bei euch auch so ist, was isst du oder esst ihr Weihnachten? Also jetzt weiß ich nicht, weil bei Weihnachten sind wir jetzt bei Thomas Familie und da weiß ich noch nicht, was es gibt. Also für mich wird es irgendwas anderes wahrscheinlich geben, aber ich esse halt das dann, wo halt das Fleisch nicht dabei ist, was ich kein Problem finde. Ich sage auch nichts Böses zu denen, die es tun. Also das ist ja eine Entscheidungssache. Mhm. Das muss man ja selber für sich wissen. Das werfe ich ja auch niemand vor. Und Thomas zum Beispiel isst extrem viel Fleisch. Ach, das ist so. Der Freund bratet sich eine Frikadelle. Und der Freund machte sich eh immer große Steaks, die ich mein Leben lang schon nicht hätte essen können, und weil die Düfte ekeln dich nicht, wenn der in euch eine Küche das macht? Nein, nicht. Nein, das ist, ich rauche auch nicht, es ekelt mich auch. Ich möchte das nur nicht. Ihr beiden lebt zusammen? Ist das so, dass du dann so Alltagsdinge auch noch tust? Putzt du oder räumst du auf oder kochst du? Putzen, muss ich gestehen, tun seit ein paar Jahren wir beide nicht. Mit Kochen ist es dann schwierig, also von der Zeit. Also, also ich werde ja meistens bekocht und kriege zu essen da, wo ich dann arbeite. Das ist ja doch irgendwie bei dem Beruf so. Und sonst, klar, machen wir was zusammen, aber es sind natürlich dann doch sehr unterschiedliche Dinge, die wir uns dazu bereiten. Wer bezieht bei euch die Betten? Auch die Person, die putzt. Was nicht wir sind. Du Fauler. Ja Gott, ich bin aber sonst sehr fleißig. Dass jetzt werden die Leute denken, was macht der Mann? Der macht doch nur so eine halbe Stunde in der Woche und dann er ist wirklich ausgesprochen fleißig. Ja. Also, ich würde fast sagen, ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, dass du ein Workaholic bist. Soweit ich das beurteilen kann. Ja? Ja, das ist immer so ein schwieriges Wort. Aber ja, aber jemand, also, der sehr extrem viel arbeitet. Ja, weil ich das auch, ja, also ich meine, ich habe das Glück, dass ich eine Tätigkeit habe, die nun sehr erfüllend ist. Also ich gehe ja nicht zu einer Arbeit und sage, oh, Scheiße, wie bringe ich das hinter mich, sondern es sind einfach, es ist eine spannende und eine tolle Sache und auch wahrscheinlich eine sehr
aufzehren. Die wenige Freizeit, die dir dann bleibt, was machst du am liebsten? Du hast gerade erzählt, dass du sowas Schrilles machst und fährst nach Birmingham zu einem Konzert. Also, was machst du sonst noch gerne? Also ich reise natürlich gerne, um dann Theater zu gucken. Das ist für mich das Größte. Also ich fahre gerne irgendwie wohin. Wie weit reist du dann? Ja, also Amerika ist dann das Weiteste, um dann irgendwie Broadway-Sachen zu gucken. Das tue ich natürlich total. Du hast ja auch noch einen Wohnsitz in Amerika. Ja, nicht richtig einen Wohnsitz, wo ich gerne hinfahre, mal so nach Florida. Und dann kann ich natürlich auch dann in New York gerne mir dann auch irgendwie mal was angucken. Und das ist eigentlich so das, was ich reisen tue ich halt gerne. Mhm. Wobei das ja dann auch wieder ein bisschen mit der Arbeit zusammenhängt, ne? Wenn du in eine Theaterpremiere gehst. Ja, das ist dann auch wieder das Schöne, was du eben hast. Das hat alles was mit der Arbeit zu tun und da verschwimmen halt die Dinge. Mhm. Bleibt bei so viel Einsatz noch Zeit, wirkliche Freundschaften zu pflegen? Ja, finde ich schon, aber dann ist es natürlich auch so, dass das alles auch wiederum in dem Bereich natürlich stattfindet. Mhm. Das hat sich einfach in so einem Leben auch so entwickelt, dass natürlich auch die Menschen, mit denen man dann so eng zusammen ist, dass das auch alles, dass sie alle natürlich auch irgendwas damit zu tun haben. Und dann auch eher Verständnis dafür haben, wenn man irgendwie ja, es so ist halt so ganz selbstverständlich Geschichte für alle, das so zu leben. Ja. Ich kenne es halt nicht anders eigentlich. Wir machen weiter mit René. Und René ist 33 Jahre alt. Hallo. Einen schönen guten Abend euch beiden. Ja, René, hallo. Abend. Dirk, du siehst gut aus. Danke. Doch, Hetero, darf ich das einfach mal sagen? Du siehst gut aus. Guck mal, das Strahlen, das ist doch... Dirk, eine kleine Geschichte. Ich hatte den ersten Kontakt via Fernsehen mit dem Herrn Bach vor ungefähr 10 Jahren, als ich einen sehr agilen, kurzen, leicht beleibten jungen Schauspieler auf einem Tisch und unter einem Tisch um einen Tisch herum spielen sah und philosophieren sah. Das war ein Theaterstück. Genau. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, das Ganze. Oh, schön. Jetzt im Gegensatz dazu sehe ich dich eigentlich nur noch reduziert auf den kleinen, dicken, behaarten Homosexuellen, der lustige Sachen spielt. Stört mich ganz persönlich. Wie gehst du damit? Warum siehst du das so? Also als ich auf dem Tisch war, war ich genauso der kleine Homosexuelle. Also es spielte keine Rolle. Es spielte keine Rolle. Naja, aber das spielt ja jetzt, wo spielt das jetzt eine Rolle? Also wenn ich jetzt einen Familienvater spiele, spielt das Homosexuelle auch keine größere Rolle, als ich auf dem Tisch stand. Also ich rede nicht von der Rolle an sich, sondern von dem, wie man vorgestellt wird in Talkshows, wie man vorgestellt wird. Ach so, naja, das ist was anderes. Also was Talkshows machen und wie Leute damit umgehen, dass ich natürlich dann klein bleibe ich und homosexuell bleibe ich auch. Und da ich da halt einfach auch drüber spreche, im Gegensatz vielleicht zu vielen meiner anderen Kollegen, werden natürlich Talkmaster und Menschen, die darüber sprechen, gerne immer wieder mit mir darüber sprechen. Das finde ich jetzt nicht so ein Problem. Das ist eher das Problem der Leute, die nicht darüber sprechen kommen. Deswegen werde ich da so ein bisschen rausgehoben. Ansonsten siehst du natürlich einen Unterschied. Da hast du mich im Theater gesehen, also im Fernsehen im Theater. Aber jetzt siehst du mich halt in irgendwelchen Shows. Das ist natürlich was anderes. Also das ist ja dann nicht der Schauspieler, der was tut, sondern dass es halt wieder dann die berühmte öffentliche Person, über die wir eben sprachen, und genau in solchen Anlässen ist. Das war mal eigentlich meine Frage, ob dich das nicht so ein bisschen stört, auf genau diese, nennen wir es mal, Merkmale reduziert zu werden. Oder ob es nicht doch mal sein sollte, dass irgendjemand, der dich einlädt, sagt, Mensch, du bist ja ein toller Schauspieler mit einer fürchterlich langen Bühnenerfahrung, machst auch Comedy, machst auch andere Geschichten. Auch das tun aber viele. Das tun aber viele. Also ich will jetzt den Kollegen da auch nicht zu großes Unrecht tun, aber die, an die ich gerne denke, also ob das jetzt Jürgen ist oder ob das Ronald Beckmann ist oder Harald Schmidt, mit denen spreche ich schon über diese Dinge. Die anderen, wenn die das nicht so wissen, das nehme ich denen nicht so übel. Die machen halt nur Fernsehen, die kommen nicht viel raus und die haben einen sehr beschränkten Horizont, wie das Medium das halt meistens eben so erzeugt bei den Menschen. Das, danke, dass du das sagst. Das ist dann aber eher deren Problem. Also wenn die ein bisschen mehr was anderes sehen würden, dann wäre das vielleicht für die auch nicht so... Wenn die nicht nur auf diese zwei Vokabeln kommen. Da wäre noch die anschließende Frage an den Domian. Wie siehst du die Situation, die für dich ja sicherlich in ähnlichem Maße vielleicht auch eine Rolle spielt? Dass auch da immer wieder auf 2, 3 Klischees reduziert wird. Und das, was man macht, dieses breite Feld der Fähigkeiten und dessen, was man zu bieten hat, was über eine sexuelle Ausrichtung hinausgeht, über ein Körpermaß oder ein blödes Gewicht oder ich weiß nicht was. Wie siehst du das? Ich werde eigentlich damit gar nicht so sehr konfrontiert, René, kann ich nicht so sagen. Bisweilen höchstens so in die Richtung, dass es mich schon manchmal ärgert, wenn die Leute sagen, das ist der Medienseelsorger der Nation oder so. So sehe ich mich auch nicht. Da wollte ich hin, genau. Ja. Aber in der Regel habe ich da... Radio. Bitte? Der
Fliege im Rad. Ja, der Fliege im Rad. Oh, das ist eine Beleidigung. Das finde ich wirklich ganz übel, weil also auf dem Niveau bist du ja nur ganz gewissenlos. Ja. Gott, dem Himmel sei Dank nicht. Aber ich denke für uns selber, für uns beide ist das zum Beispiel, wir wissen ja, was wir tun. Wir leben das ja auch so und wir arbeiten ja auch so. Ich weiß ja, was ich tue, dass ich den einen Tag das drehe, dass ich den anderen Tag das produziere, dass ich den anderen Tag das wiederum schreibe, dass ich den anderen Tag ein Buch spreche, dass ich dann wieder meine Show drehe, dass ich dann vielleicht einen Auftritt irgendwo mache in irgendeiner vielleicht dummen Show oder so, wo das dann so ist, die dann aber auch Spaß macht. Und diese Vielfalt kenne ich, diese Vielfalt lebe ich und diese Vielfalt arbeite ich. Also von daher ist das für mich kein Problem. Also René, du siehst, dass wir einigermaßen gut damit leben können. Ja. Ich kam darauf, weil wenn man über Dirk Bach spricht mit den Freunden, Bekannten, die dann und wann auch Fernsehen schauen, dann wird halt reduziert, weil das ist das, wofür er am meisten bekannt ist. Ja. Sicherlich nicht nur, aber am meisten. Ja. Wie gesagt, mich stört es einfach so ein bisschen. René, danke für deinen Anruf. Dann kannst du doch schön immer erzählen, was ich sonst genau. Trag es in die Welt. Ich werde grüßen. Ja, tschüss. Ich meine, so ein bisschen hat er natürlich recht, ne? Dass so die eine breitere Masse vielleicht eher sagt, also es ist der kleine, nette, runde Mann, der immer so komische Sachen macht. Ja, aber das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist dann eher das Problem der breiten Masse, weil ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich muss nicht keine Missionsarbeit für meine Person erstens leisten. Und wenn deren Horizont darauf beschränkt ist, das zu sehen und das so zu sehen, dann also ich kann damit leben, weil also ich weiß, was ich tue dich und was ich mache. Nee, also ich habe auch gar keinen, ich bin noch nicht mal schlecht gelaunt, wenn jemand sagt, erzählen Sie mal einen Witz. Und ich nehme mir dann auch die Zeit, ihn sehr kompliziert auseinanderzusetzen, dass ich weder einen Witz kenne, noch jemals in meinem Leben einen erzählt habe. Ich gucke meistens in sehr eingeschlafene Gesichter, aber ist das, weil du auch kennst, das macht du kannst, mir nichts. Du kennst, also wenn ich jetzt sagen würde, Dirk, erzähl doch mal einen Witz, ging nicht. Ich kenne keinen. Ich habe auch noch nie einen erzählt. Mhm. Weil das, was ich ja tue, wo Pointen vorhanden sind, das ist eine Geschichte, die ich spiele, das ist eine Rolle. Und das sind ja keine Witze. Also ich könnte niemals einen erzählen. Du bist jetzt 39, ne? Mhm. 39. Ich bin ein bisschen älter als du, aber so ähnlich sind wir ja noch im Alter. Nicht mehr so ganz knackfrisch. Doch. Machst du dir Gedanken über das Alter und das Älterwerden? Ja, natürlich, weil es verändern sich ja Dinge. Also ich war ja immer das Jüngste. So in den Kreisen, in denen ich mich aufhielt. Und das hat sich ja doch sehr verändert. Und auf einmal bin ich nicht unbedingt das Älteste, aber ich liege irgendwo da doch irgendwie auch vorne bei den älteren Herrschaften, die dann einfach auch in anderen Positionen sind mittlerweile und wo dann eben junge Menschen mitarbeiten, die eben viele Dinge nicht kennen, über die ich einfach nur so spreche. Und dann merke ich einfach, oh, da hat sich jetzt was verändert. Also, für mich schon manchmal ein Problem. Ja, was macht das Problem aus? Naja, diese berühmten Generationskonflikte, dass ich auf einmal denke, oh, jetzt bin ich in einer Position, dass ich Dinge nicht mehr nach unten verstehe, also zu den jüngeren Menschen. Ja. Wie ich das nur andersrum kannte. Ich wollte es noch in eine andere Richtung fragen. Ist es auch verbunden mit einer Angst, mit einer wirklich vielleicht auch existenziellen Angst vor Krankheit, vor Tod? Also nicht jetzt wegen Alter oder weil, nee, also die war bestimmt immer da mit einer existenziellen Angst und einer vor Tod. Also das habe ich irgendwie schon in jungen Jahren gehabt. Beschäftigst du dich viel mit dem Tod? Nee, ich versuche mich gar nicht damit zu beschäftigen. Mhm. Also ich möchte, dass mich Alters dann halt immer nur in schwerer Todesangst im Flugzeug oder warum möchtest in diesen schweren Kriegsängsten, die ich mal so vor 20 Jahren auch immer hatte. Ja. Wieso möchtest du dich nicht so beschäftigen mit dem Tod? Ich lebe gern. Aber gehört es nicht zum Leben dazu? Klar gehört es, aber das ist dann, sagen wir mal, der Abschnitt, den ich nicht so fröhlich entgegensehe. Vielleicht wird da irgendwas ganz prima Tolles passieren. Muss ich mich anschließen. Aber ich hätte gern noch ein bisschen weiter trinken mit meiner Freundin Hella und noch ein bisschen weiter lieben mit meinem Freund Thomas und all das wäre mir sehr wichtig. Keiner davon sind und können dir da viel grüßen. Ja, gucken wir hoffentlich muckelig im Bettchen und sehen uns zu. Du bist auch nicht religiös. Das ist ein ganz schwieriges Ding. Also ich habe da schon, also mich fasziniert vieles an Religion und an Glauben und bei dieser Geschichte, die ich jetzt mache, diesen kleinen Mönch, spiele ich ja einen Franziskanermönch und ich war für eine Woche nur im Franziskanerkloster und habe mit den Brüdern da gelebt und da ist schon viel, was ich da für mich, also wo ich mich da reinfinden kann, was ich begreife an Dingen, die für mich sicherlich auch gut sind, aber
Es ist vielleicht auch die Sehnsucht nach so etwas, aber es eigentlich nicht glauben zu können oder sich nicht hineingeben zu können. Vielleicht ist Glaube auch irgendwie sowas, wenn du sagst, du glaubst an Dinge, wie eben du glaubst, wie ich eben absolut an eine Gleichberechtigung von allen Menschen, an diese Utopie von, dass du daran glaubst, dass alle miteinander im Frieden leben können, dass du eben so für dich sagst, ich respektiere alle Geschöpfe, ich will niemanden, weder Menschen noch Tiere ausbeuten für irgendwas, ich will nicht, dass es eben Kriege gibt, also das ist für mich auch irgendwas, das hat auch was mit Glauben. Wobei das auf diese Existenz bezogen ist. Ich meine das jetzt im transzendenten Sinne. Das gehört für mich auch irgendwie da rein. Das ist alles wieder überlappend, aber ich kann es nicht irgendwie benennen und ich kann mich vor allem nicht irgendeiner Gruppierung, wenn ich sie mal dann wieder so nennen darf, anschließen, die dann wieder für mich das genauso, die dann genauso das wieder seltsam benutzen, um Dinge zu tun, die ich dann auch wieder böse finde. Kannst du für dich die Frage, die uns ja letztendlich alle Menschen und seit ewigen Zeiten, seitdem Menschen denken können, beschäftigt, kannst du für dich deinen Sinn benennen, warum du lebst, deinen Sinn des Lebens? Das ist immer, ja, ich kann nicht, immer dann sofort weg, wenn ich nichts zu tun habe eigentlich, dann habe ich ein großes Problem. Es gibt immer dann einen Sinn, deswegen bin ich wahrscheinlich der berühmte Workaholic. Ist der Beruf der Sinn? Ja, klar. Also der ist für mein ganzes Leben sinngebend. Was würde passieren, wenn aufgrund irgendwelcher Umstände du nicht mehr künstlerisch arbeiten könntest? Was würde geschehen, was würdest du tun? Wenn ich gar nichts mehr tun könnte, also wenn mir wirklich alles genommen wäre, wie es Heinz Erhardt passiert ist, irgendwie so zum Ende seines Lebens, würde wahrscheinlich genau das passieren. Ich würde dann wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Also ich kann mir das schwer vorstellen. Christian. Hallo Christian, 22 Jahre, hallo. Ja, hallo Dirk, hallo Domian. Hallo Christian. Leg los, an den Dirk. Ja, eigentlich an uns beide. Und zwar, ob ihr bei dem Promi Big Brother mitmachen würdet. Nein. Nochmals nein. Nein, niemals. Also Sie haben mich gefragt, ich fand es sehr schön, ich habe das auch behalten. Also ich habe noch diesen sehr schönen Brief von Ihnen und fand es sehr lustig, dass Sie mich gefragt haben. Ich weiß nicht warum, weil Sie eigentlich, glaube ich, wissen, dass ich... Wenn ihr beiden da drin wärt. Das würde euch so gefallen, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Bei den Laden da aufmischen, ich meine... Ihr habt ja auch was zu sagen. Ja, aber das kann ich doch so auch tun. Dafür muss ich ja nicht irgendwie... dafür. Also es wird mir allein deswegen stinken, weil ich Herrn de Mol noch weiter zur Weltherrschaft verhelfen würde. Also das muss ich nicht haben. Also wenn, finde ich, gehört Herr de Mol da rein, seine Schwester und all die anderen Leute, die mit ihm da reich werden. Schwester. Tut die mal rein, aber nicht für eine Woche, für ein Jahr, für 10 Jahre. Mindestens. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, das ist in der Tat eine gute Idee. Linda de Mol gehört da rein. Ne? Naja, wenn sie mitschuldig ist, auf jeden Fall. Christian, ich frage mal den Dirk mal zum Thema Big Brother. Warum, du scheinst es ja vehement abzulehnen, höre ich da raus. Warum ist also das ich so? Lehne es genauso. Also es ist ein gut produzierter Trash, aber ich finde ihn halt sehr unmoralisch und menschenverachtend. Guck es trotzdem gerne dann mal an, weil ich gucke mir gerne schlechte Sachen an. Und finde es aber eben grundsätzlich böse, weil es ist wirklich nur, es gibt nur ein Gutes, was daraus erwächst. Und das ist für Herrn de Mol und für sonst niemand. Also wenn es jetzt einen Promi-Container gäbe, nicht produziert von Herrn de Mol, sondern von unserem ehrenwerten Westdeutschen Rundfunk, würdest du da reingehen? Dann wäre er ja erstmal schon mal gar nicht mehr ehrenwert. Es gäbe ihn wahrscheinlich gar nicht mehr lange. Nee, ich weiß den, ich sehe den Sinn nicht genau. Also für mich wäre es sowieso schwierig, weil also bei allem, was ich jetzt so sage und auch sehr viel erzähle von mir, gibt es doch immer so ein gewisses Ding, wo ich ja nicht weitergehen würde. Und das finde ich dann sehr unergiebig. Also dann würde ich ja auch anfangen und das genauso in diesen 24 Stunden oder wie viel das immer ist oder 7 Tage oder was das ist, würde ich natürlich mich dann genauso verhalten. Also würde ich spielen, irgendwas tun. Ihr hättet nicht viel Freude damit. Also wie das sowieso alle Menschen tun. Ich meine, wenn die Leute alle so sind, wie sie da sind, dann hab Erbarmen mit ihnen. Also René, für mich wäre es absolut auch nichts. Ich bin der absolute Eigenbrödler. Ich habe in meinem Leben noch nie mit jemandem zusammen gewohnt. Ich würde wahnsinnig, glaube ich, da. Also. Du hast das schon mal irgendwann gesagt in der Sendung. Ne? Ja. Ich wäre dann auch die ganze Zeit wach. Ich war in den Jugendherbergen schon immer die ganze Zeit. Allein das Schlafen mit mehreren, das könnte Gott ich auch nicht. Im Himmel, ja. Ja, und wenn Dick Bach dann auch nicht aufräumt und so, das kann ich auch. Genau, der bezieht dann nicht die Betten. Ich befürchte, dass ich da unentwegt aufräume. Gut, Christian, noch eine Frage? Ach, das wär's. Das war's, okay. Die Pläne von Dirk, aber das haben wir ja schon gehört, dass er mal wieder öfter so im Fernsehen zu sehen ist. Ich sehe ihn sehr gerne, wirklich. Oh, danke schön. Bitte schön. Tschüss, Christian. Gut. Tschüss. Bis nach noch. Jetzt habe ich hier den Jan. Jan ist 27 Jahre, hallo. Ja, schönen guten Morgen, ihr zwei. Hallo, guten Jan. Morgen. Ja, meine Frage an dich, Dirk.
du bist ja eine Person, die ja in der Öffentlichkeit steht, in allen Medien präsent ist. Und mich würde da einfach interessieren, wie so eine öffentliche Person wie du, die eigentlich viel so, ja, in dieser humoristischen Schiene fährt, auch manchmal ernstere Sachen, aber primär in der humoristischen Szene so zu Hause ist, wie so eine Person mit so, ja, mit so emotionellen Sachen umgeht, wie Trauer, wie, naja, Kritik, sowohl im Privatleben als auch so, ja, auf der Bühne. Ich meine, da zeigt man das wahrscheinlich nicht und kann das nicht, weil man dann ja den Dirk Bach sehen möchte, der die Ullknudeln macht. Aber wie gehst du selber mit so emotionalen Tiefschlägen um, wie zum Beispiel Trauer? Okay, die Frage ist klar, Jan. Ja, eigentlich genau wie jeder andere Mensch auch, weil ich weiß das nicht genau. Ich denke, ich verstehe dich, was du meinst mit in dieser humoristischen Geschichte eher zu Hause ist. Klar, ich mache das, aber ich sehe jetzt keinen großen Unterschied in jetzt, was weiß ich, irgendwie, also von dem Ansatz, den ich habe, als Schauspieler Dirk Bach, der eine Serie wie Lukas macht und einem Ansatz, den, was weiß ich, ein Horst Tappert hat und ein Derek dreht. Also wir sind beides Menschen, die das machen und diese Geschichten erzählen. Und privat sind wir wie alle Menschen auch. Also da gibt es ja keinen großen Unterschied. Und diese emotionalen Sachen oder eben irgendwie solche heftigen Sachen, die habe ich ja auch nicht eben in der Öffentlichkeit. Die habe ich ja für mich alleine. Die habe ich halt ja auch nicht draußen. Deswegen, da gibt es ja keinen Unterschied. Also das unterscheidet mich ja wiederum, sagen wir mal, von Geschöpfen wie Jenny Elvers, was immer sie ist. Mensch ist sie, aber sonst weiß ich nicht, was sie ist. Also ja. Die steht halt da und sagt, ich bin werdende Mutter und ihre Unterlippe zittert und dann macht sie ein Lied, das Gott sei Dank niemand kauft. Aber das scheint ihr Umgang zu sein. Das ist mir etwas fremd. Das passiert bei mir nicht, weil wenn ich das habe, dann weine ich ja zu Hause, weil dann habe ich mich da mit meinem Freund gestritten und der wird dann die Tür knallen und gehen. Aber das weiß ja dann niemand. Also dann habe ich denselben Horror wie du zu Hause, wenn dir das passiert. Ja. Aber du bist insofern schon der Profi, der sagt, pass auf, mein Geschäft ist die Bühne, mein Geschäft ist in dem Fall der Humor und was dann zu Hause war, kann ich zurückstecken, solange bis das eben wieder angefangen ist. Ach so, meinst du, wenn es mir schlecht geht und ich muss das machen? Ja, genau. Ja, ja, gut, ja klar, das kenne ich. Also es gab jetzt gerade in unserer letzten Staffel, also im letzten Jahr, in dem wir gedreht haben, Lukas, gab es zweimal den Fall, wo Menschen, die sehr eng waren, gestorben sind. Einmal unmittelbar vor der Aufzeichnung und wir haben die Aufzeichnung gemacht und machen müssen. Und Jan, danke für deinen Anruf und für die Frage. Alles klar. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir noch ein paar Tage bis Weihnachten. Ist das für dich auch eine hektische Zeit? Oder gehst du da... Geschenke. Meinst du Geschenke? Kannst du Geschenke einkaufen gehen? Nervt das nicht? Wirst du nicht sehr viel angesprochen? Also in dieser Stadt lebe ich eben seit 39 Jahren und in dieser Stadt sind, glaube ich, die Menschen alle an mich gewöhnt und das ist, finde ich, überhaupt gar nicht so... also woanders ist es wirklich, bei in Köln, finde ich, ist es überhaupt gar kein Problem. Also ist es ganz selbstverständlich und für die Menschen auch. Bist du schon im Stress im Moment, im Weihnachtsstress? Ja, es geht so. Es ist nicht so extrem, aber ein bisschen. Man hat ja dann auch kleine Verwandte und so und da bin ich dann schon sehr, sehr, sehr engagiert. Du hast gesagt, dass ihr den Heiligen Abend oder ein Teil des Weihnachtsfestes bei den Schwiegereltern verbringt. Wie wird das Weihnachtsfest so als Ganzes zelebriert bei Bachs und bei Das ist ganz unterschiedlich. Thomas? Also wir sind so, die letzten Jahre sind wir wirklich weggefahren und waren unterwegs und haben schöne Sachen für uns gemacht und jetzt ist, das war aber auch was mit der Arbeit, dass ich einfach so lange, dass wir gar nicht weg konnten und dann war das dann jetzt eine ganz familiäre Geschichte, was uns auch sehr gefreut hat. Und wir sind in Deutschland? Nach drei Jahren, hatte ich jetzt bei der Familie und dann eben bei all den anderen Menschen, die ich dann auch als meine Familie bezeichnen würde. Familie muss ja nicht nur das sein, was Blutsverwandtschaft bedeutet. Familie setzt sich heutzutage aus vielen Dingen zusammen und ist anders, als Helmut Kohl sie definiert. Und das sollten wir jetzt auch langsam mal lernen. Und die alle werden Weihnachten gehegt, gepflegt. Jetzt möchte ich natürlich noch eine Frage stellen, die man wirklich einen Schauspieler fragen muss, wenn man sich mit ihm unterhält.
Du hast mittlerweile so viele Sachen schon gemacht und bist im Zenit der Karriere. Gibt es? Ja, doch, kann man schon sagen. Es ist schön, was ich tue, aber es gibt so viel zu tun noch. Ja, also, gut. Ja, das war jetzt die Frage. Was ist, was ist der, gibt es einen großen Traum im Bereich der, im künstlerischen Bereich, wo du sagen willst, da will ich noch hin und das möchte ich mir erfüllen? Ich glaube, dass es einfach Dinge gibt, von denen ich noch gar nicht weiß, dass ich die mal machen kann. Mhm. Weil ich auch immer wieder Dinge, also wo ich jetzt bin, das habe ich nie gedacht. Ich hätte auch, als ich angefangen habe und einfach nur dachte, ich muss auf die Bühne, ich muss spielen, ich muss jetzt Oscar Wilde und Shakespeare und Genet spielen, habe ich nie gedacht, dass ich mal irgendwo an dem Punkt stehe und dass ich mal Serien im Fernsehen mache und dass ich in einem riesen bombastischen Musical da stehe von Disney oder also das heißt, es kann noch viel passieren und wir als Fans können uns auf viele Dinge vielleicht einstellen. Ich hoffe, wir alle zusammen uns freuen. Dirk, ich danke dir sehr für den Besuch. Ja, bitte, wünsche alles Gute, toi toi toi, weiterhin und schöne Weihnachten. Ebenso. Und guten Rutsch. Dankeschön. So, meine Lieben, das war's für heute von uns. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen mit einer normalen, offenen Telefon-Talkshow, mit einer freien Talkshow. Ihr könnt mich dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Bye, bye.